Noch nie hat eine DFB-Auswahl den Confed Cup gewonnen. Also das könnte sich auch noch ändern an diesem Wochenende. Deutschland steht im Finale von St. Petersburg. Und dort wartet mit dem Südamerikameister Chile allerdings noch mal die bisher schwierigste Prüfung des Turniers. So umstritten der sportliche Wert des Confed Cups auch gewesen sein mag, das junge DFB-Team hat Gefallen gefunden an dieser Mini-WM. Auch von Chile will sich die Mannschaft vom Bundestrainer Joachim Löw jetzt nicht mehr stoppen lassen. Wir sind alle fit, wir sind vorbereitet. Es wird das letzte Spiel der Saison sein und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als dann in Urlaub zu gehen und den Titel mitzunehmen. Wir denken, dass wir auch zu Recht in diesem Finale stehen. Ich glaube, Deutschland und Chile waren im Verlauf dieses Turnieres auch die beiden besten Mannschaften. Bereits in der Gruppenphase standen sich beide Nationen gegenüber. 1:1 lautete dort das Ergebnis. Man kennt sich also und weiß, was gegen die kampfstarken Chilenen noch einmal auf einen zukommt. Chile ist eine überragend gute Mannschaft mit sehr viel Eingespieltheit, mit vielen Automatismen und mit viel Erfahrung. Und von daher werden wir natürlich auch eine Top-Leistung bringen müssen, wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen. Wir haben es bis ins Finale geschafft. Wir sind als Einheit zusammengewachsen und deswegen glaube ich, dass wir einfach auch unabhängig jetzt von taktischen Mitteln, die ich jetzt natürlich nicht verraten werde, da eine super Leistung brauchen. Für das Finale hat der Bundestrainer Veränderungen in der Anfangsformation angekündigt, ohne dabei konkret zu werden. Doch egal, wem Joachim Löw das Vertrauen schenken wird, seine Spieler haben einzig und alleine den Titel im Sinn. Herrscht ja schon ein bisschen Euphorie, was den Fußball angeht, nach dem U21-Europameistertitel. Und jetzt könnte es natürlich noch ein anderer Titel werden. Aber der Bundestrainer Joachim Löw erwarnt schon mal, Rückschlüsse zu ziehen auf den WM-Kader für das nächste Jahr 2018. Und bis zur WM 2018 ist noch ein Jahr Zeit. Also wir haben doch alle schon erlebt, was in einem Jahr alles passieren kann, was da für Spieler ausfallen können und. Deswegen haben diese Turniere, ist gut für Entwicklung von Spielern, für Selbstbewusstsein natürlich auch. Konkurrenzkampf wird geschürt, es ist gut, dass wir einen Konkurrenzkampf haben. Die Qualität einer Mannschaft, die zeigt sich auf der Bank, wenn man auf die Bank schaut. Und das ist gut. Aber bis nächstes Jahr sind noch 12 Monate Zeit und von daher hat es heute dieses Turnier, diese beiden Turniere haben wenig Aussagekraft für eine WM im nächsten Jahr. Ein letztes Abschlusstraining für die deutsche Mannschaft im alten Stadion von Zenit St. Petersburg. Dann noch das Finale und der Confed Cup ist vorbei. Die junge deutsche Mannschaft hat jetzt schon alle Erwartungen übertroffen. Sensationell, wie sie hier aufgetreten sind. Ganz egal, wie das Finale ausgeht. Aber natürlich will sich die junge deutsche Truppe diesen Bonus jetzt auch noch holen. Was muss man tun, um gegen Chile zu gewinnen? In erster Linie kühlen Kopf bewahren, denn die Chilenen spielen mit viel Herzblut und wahnsinnig viel Emotion. Und genau da ist das Problem manchmal für Chile. Zu viel Emotion kann schädlich sein. Und wenn die Deutschen kühlen Kopf bewahren und sich nicht so überrumpeln lassen wie in der Vorrunde die ersten 10 Minuten, dann kann der ganz große Traum vom Sieg hier in Erfüllung gehen. Für Sie in St. Petersburg, Uli Köhler, Sky Sport News, HD.